Da bimmelt es schon wieder los hier am Windenbach auf die kleinen Lümmels aller. Der Don soll los sein, oder muss man doch den Don mal ausprobieren, ob das denn so lübt. Und gerade natürlich, zack, wenn man hier auch noch andere gute Dinger rauszieht, dann macht das natürlich nochmal richtig Spaß. Schön dicke, fette Brocken. Rotaugen, Güster und ja, im Idealfall noch den Don als Trophy. Das wäre natürlich der Hammer, oder? Don Kaulbarsch endlich als Trophy, gerade hier im Ingame-Chat, im Feierabend-Chat schon gesehen. Alden Gründling als Trophy gefangen. Ich stehe jetzt hier seit ein paar Minuten, seit 4 Minuten und zack, zweiter Fisch, eine Güster als Trophy, richtig schön. Ich glaube, die fehlte mir hier sogar noch. Gleich mal gucken, wo hatten wir das denn hier, Trophäen, Windenbach. Ich meine, die fehlte mir sogar noch. 8,98, genau, das ist der, da ist er, der Fisch, sehr schön. Und auch hier wieder was Dickes. Ja, ich habe das erste, beziehungsweise jetzt insgesamt das dritte Mal jetzt hier an der Stelle am Windenbach Futtermische verwendet für Don Kaulbarsch. Futtermische. Einmal hatte ich so gedacht, komm, Alter, guck mal, was du noch so alles im Rucksack hast. Irgendwas, was in Richtung Wurm geht, Alden. Einfach mal zusammengepanscht. Und da war ich dann doch ein wenig übergerascht. Denn, und das ist auch gerade hier schon passiert, da ballert dann tatsächlich auch mal einen Schuppenkarpfen rein hier. Futtermische, zack, Schuppenkarpfen. Ist mir hier an dem Spot vorher noch nie passiert. Apropos Spot. Klassisch, oder? Ganz klassische Stelle. Ob das hier ist oder ob das mal hier ist für einen Don. Oder gehen wir nochmal zurück und nochmal ein bisschen weiter hierhin. Dann einmal natürlich hier zur Birke oder da drüben einmal rüber. Da kann man auch überall mal so hinwerfen. Also in den Bereichen lüptet auch in der Regel. Heute mal 9 Meter reingeklippt nach Dor. Plus Futtermische reingeballert. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten jetzt die Tage ein Turnier gemacht. Da war es dann das zweite Mal, wo ich eine Futtermische verwendet habe. Und ich eigentlich schon keine Lust drauf hatte. Weil ich ja mit der schlechten Erfahrung von der ersten Futtermische hatte ich mir gedacht, nee, Alter, bevor ich mir jetzt hier mit den Spot regelrecht versau und es weiß mir hier auf einmal keine Dons mehr, sondern irgendwie Rotaugen und Schuppis, kleine. Dann lassen wir das lieber und dann versuche ich es lieber so blank, ohne irgendwas, auf den Don Kaulbarsch. Aber gucken wir mal eben rein. Aber hier, Friggi, Alden. Sensationell. Hatte mir so eine Handvoll Bällchen mal rübergeschickt, die dann, ja, wie folgt zusammengebaut sind. Mit gemahlenem Biskuit. Hier könnte man maybe vielleicht noch so dieses hier vom Windenbach, vom Bauern, dieses Standardfutter da nehmen. Wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Gehackte Würmer hatte ich auch drin, aber die hier, die hatte ich nicht drin. Mistwurm Feeds. Und hier ist nochmal Zuckmückenlarve. Auch hier könnte man vielleicht sogar noch einen Mistwurm Boilie schreddern und reinballern. Regenwurmextrakt drauf und gib ihm. Das ist das Wurmigste, was ich bisher gesehen habe. Im Turnier hatte Friggi dann auch uns alle abgezogen und hatte mir dann, wie gesagt, die Bällchen geschickt. Zack, wenig später sofort einen zumindest 100 Gramm Don drauf gehabt. Die große Frage ist natürlich, wirkt es überhaupt? Ist es nur wilde Fantasie? Lässt der Don sich überhaupt davon triggern oder nicht? Wenn es nur für die Fantasie ist und wenn man sagt, oh geil, Alter, jetzt habe ich meine Futtermische rausgeschmissen, zack, fange ich hier
Mein Don wäre nicht so schlecht. Hauptsache, man fängt seinen Don, ne? Dann hat Nille, Alter, im Discord auch noch geschrieben. War mit seinem kleinen Account unterwegs und hatte hier den Don mit 250 Gramm als Trophy gefangen. Petri-Algen dazu. Sehr, sehr, sehr geil. Ich vermute mal nicht auf Mische oder mit Mische, sondern blank an dieser Stelle hier. 110, 125, 9 Meter Clip. Hat er im Discord gepostet. Link dazu unterm Video zum Discord. Und ja, das ist natürlich auch richtig geil. Ne? Vom Setup können wir mal eben reingucken. Das ist quasi, ja, man könnte schon fast sagen, momentan das ultimative und wichtigste Don-Setup, was gerade mehrfach erprobt auf Trophy ist. Das heißt also mit einer kleinen Rute 0,04 mm dünne Schnur, super dünne Schnur. Trotz allem mit einer Tragfähigkeit von 2,8 Kilo, 22er Haken, Mistwurm. Ist zurzeit the shit. Da ist was dran. Die letzten Tage hier vorne an der Birke ging einiges, also auch Don. Aber eben auch einiges an Flusskrebsen drauf. Das heißt, wenn ihr gerade Bock habt, euch ein paar Köder, ein paar Flusskrebsköder zu fangen, ja, so vier Stück, fünf Stück in der Nacht sind durchaus drin, die man hier rauszieht. Also da kann man natürlich auch nochmal schön auf Flusskrebs gehen. Auch mit Mistwurm einfach hier so. Ich habe in der Regel, ja, hier so vorne hin, an diesem Zweig hier vorne einfach da in diesem Bereich vorne hingeballert. Und dann hat das ganz gut funktioniert. Das treibt ja immer noch so ein bisschen weiter. Dann lübt das ganz gut. Ja, von den Zeiten sollte es ja eigentlich ganz klar sein. Ne? Schön in die Abendstunden da dann so langsam mal reingehen. Und dann kann man, ich sag mal so, den Vormittag vielleicht sogar noch mitnehmen. Allzu ewig lang würde ich dann, glaube ich, hier nicht angeln. Beziehungsweise, wenn man hier schon einfach ist und einfach mal alles mitnimmt. Es ist eigentlich ja nicht verkehrt, ne? Also ich sag mal, in der Regel kommt man hier also locker mal auf über 100 Silber in der Stunde. Guck mal, auch hier nochmal ein Flusskrebs. Flusskrebs-Trophy hatte ich hier die Tage auch noch. Lückt also auch. Also verschiedenste Fischis, die gerade hier an der Stelle wieder ganz wild abgehen, auch in Maximalgrößen. Wir hatten ja jetzt gestern Abend nochmal im Stream ganz viele Accounts angeschaut und da sieht man halt eigentlich die häufigsten Trophies und Super Trophies kommen quasi hier vom Windenbach. Einfach mit einer sehr schönen hohen Frequenz kann man hier einfach sehr gut angeln und durch die erhöhte Frequenz hat man halt immer mal wieder die Chance, dass da eben auch mal eine Trophy mit reinsteigt, ne? Und auch ruhig mal versuchen mit den etwas größeren Haken. Vielleicht auch tagsüber mal sowas wie den 18er Haken ruhig dran machen. Also gar nicht so ganz winzig immer auf 24 oder so. Sondern ruhig mal die etwas dickeren Brocken. Kann man gut machen. Ja, von der Frequenz her, ihr seht es ist konstant. Es gibt ab und zu mal Stellen, die noch ein bisschen wilder sind. Kaulbarsch ballert sich jetzt hier gerade rein. Ist auch nicht verkehrt. Kaulbarsch, alles in maßig, ist vom Geld her wirklich gut. Auch hier die kleineren Güster. Gleich nochmal natürlich ins Café reinschauen. Güster ist auch gerne mal drin. Ja, zwischendurch mal ein bisschen dran rumzuppeln. Zack. Ja, und das Geilste wäre halt hier, ne? Schön auf dem Don. Aber so richtig gut beeinflussen lässt es sich, glaube ich, nicht. Einfach immer wieder, guck mal, da ist sogar was ausgeschlitzt bei mir. Einfach immer, ja, Wurm ist ab. Immer wieder probieren. Immer wieder testen. Immer wieder hinstellen. Gerade wenn man einloggt und es ist vielleicht gerade irgendwie 18, 19 Uhr. Alter, das war der letzte Köder? Nee. Da geht's. Das heißt, wenn man gerade in den Abendstunden ist, dann vielleicht einfach nochmal zum Windenbach. Die erste halbe Stunde hier einfach mal mitnehmen, wenn man nicht gerade Premium hat und seine Happy Hour natürlich gut verwandeln will. Aber ansonsten schön entspannt hier reingehen, einfach mal was mitnehmen und danach oder in der Zwischenzeit schon mal überlegen, ja, wo gehe ich denn gleich noch angeln? Easy.
So, ich würde sagen, wir ziehen erstmal hier noch ein bisschen raus. Und dann gucken wir uns das gleich mal an, wie das denn so in Gänze ausgesehen hat. Vielleicht ballert ja noch was Schickes rein hier. So, nur wieder aber Zeit. Zurück hier am Café. Zobel, leider nicht maßig, aber hier, die fängt man auch relativ schnell. Auch an diesem Spot mit 210 Gramm. Easy. Muschel war auch gerade nicht dabei. Gründling läuft gleich aus. Also hier muss ich auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen warten, bevor ich alles verkaufe. 200 Gramm Krebs auch nicht. Ganz geile Kaffeeaufträge drin. Das wechselt auch noch gleich hier. Lauben, gucken wir mal. Also im Großen und Ganzen keine Kaffeeaufträge, aber die ändern sich ja wie gesagt gleich. 60 Silber in Gänze. Immerhin eine Güste als Trophy noch kurz vorher gezogen. Also lübt ganz gut. Und das Allergeilste, Don Kaulbarsch Spot und nicht ein Don Kaulbarsch gefangen. So mok wie das aller. Das sind die geilsten Spots. Endlich mal einen Spot zeigen, der nicht funktioniert. Nicht entmutigen lassen. Don Kaulbarsch ist halt nicht jede Nacht da. Von daher ran an den Don und einfach immer wieder testen. Petri, ihr Lümmels, Kanal abonnieren, Daumen da lassen und am besten noch dem Angel-Dude nebenan weiterschicken. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder im Livestream auf Twitch oder natürlich hier im nächsten Video. Petri.